2021er Palace Liner, wer sich auskennt, das ist eigentlich ein unkaputtbares Fahrzeug, so ein Palace Liner. Der hat gerade mal über 10.000 Kilometer gelaufen, 15.000 glaube ich. 16, ja. Ja, ich grüße dich. Der ist in Kommission zu verkaufen. Genau, der Wagen ist in Kommission zu verkaufen. Das ist ein 2001er Modell, 16.000 Kilometer. Und 21er Modell. Oh ja, das sind mal ein paar Jahre. Ein 2021er Modell. Und das ist ein Morelo mit einer Smart Garage. Ja, das ist ein LKW-Chassis. Darunter ist ein Mercedes-Benz Atego. 15.000 Kilometer, da ist quasi schon die halbe Lebenszeit weg. Ja, oder noch ein bisschen weniger. Das ist ja ein richtiger LKW. Und die 16.000 Kilometer, die fährt so ein Fahrzeug wahrscheinlich normalerweise in 2 Monaten. Wirklich? Also im Verteilerverkehr sind die unterwegs, werden oft ausgemustert mit 600.000, 700.000 Kilometer. Das ist so eine Laufleistung. Das heißt, wir reden hier über gerade mal eingefahren. Ich war innen, er riecht gut. Das ist ja auch ganz wichtig. Hier muss man auch sagen, eine etwas traurige Geschichte dahinter. Derjenige, der sich das Fahrzeug gekauft hat, ist quasi plötzlich verstorben. Genau. Der Wagen wurde bei uns gekauft. Er wurde auch jetzt von dem Vorbesitzer nur etwa 3.000 Kilometer genutzt und ist leider verstorben, ja. Du kennst das Fahrzeug sehr gut. Ja, ich kenne das Fahrzeug, ja. So, man sieht das sehr schön. Da ist alles dran, was man sich vorstellen kann und was auch sinnvoll ist. Der bietet per se ja schon unglaublich viel Ausstattung ab Werk. Das heißt, der hat natürlich Abstandstempomat, Spurhalteassistent ist mit drin. Das ist alles Serie bei Mercedes-Benz gewesen. Die Breite, Aufbaubreite hat er? Das ist ein 2,50 Meter breites Fahrzeug. Ich glaube, du hast eben gesagt, Abstandstempomat hast du gesagt, ne? Das ist nicht der Fall bei Mercedes. Der hat einen normalen Tempomat, Spurhalteassistent, aber Abstandstempomat nicht. Aber ansonsten hat er alles, ja. Hat alles mit drin. Also vielleicht nochmal das Thema C-Führerschein, weil viele, die das vielleicht sehen, sagen, oh, muss ich ja noch einen Führerschein machen. Das ist gar nicht so wild. Also ich habe jetzt mal ein paar Fragen gemacht, 1200 Fragen mal durchgegangen, weil wir drehen nämlich eine Doku über die Fahrschule Kaiser. Das wird ganz witzig werden. Und damit ich das Ganze nochmal aufgefrischt habe, habe ich mir nochmal alle LKW-Fragen reingezogen. Und ich habe in 2 Tagen habe ich die Prüfung bestanden. Okay. Ich also die normale Prüfung. Die Theorie, ne? Die Theorie. Also ich habe es als 18-Jähriger auch geschafft und da hat man noch relativ wenig Erfahrung. Aber das ist gar kein Problem, meiner Meinung nach. Und gerade so, wie du es machst hier in diesem Seminar über 9 oder 10 Tage. Und das schaffen, glaube ich, alle. Ja. Also wir werden das filmen, wie das Ganze funktioniert. Werden einige begleiten, die den C-Führerschein machen. Und das Ganze kann man in 9 Tagen machen. Will man noch den LKW gerade mitmachen, also den Anhänger, dann sind es 11 Tage im Schnitt, wenn man natürlich die Prüfung besteht. Aber die Quote ist sehr hoch. Du siehst auch hier, es sind nicht die ganz großen Reifen hier drauf, sondern die mittleren Reifen. Wenn man das kennt, Fiat Ducato bzw. Iveco Daily haben wir das gleiche Reifenformat. Das ist schon wesentlich größer. Genau, die haben ja normal nur 16 Zoll und wenn man das jetzt daneben sehen würde bei einem normalen Fahrzeug, das ist schon ein deutlicher Unterschied hier mit den 19,5 Zoll. Aber klar, es gibt auch 26 Tonner, die haben dann noch 22,5 Zoll Reifen, aber das hier sieht schon toll aus. Die Traglast, er hat Hubstützen mit dabei, das ist also auch, wird oft gefragt, ist aber in der Klasse eigentlich schon fast Standard, trotzdem müssen wir es erwähnen. Dann hat er hier vorne Unmengen an Stauraum, zeig mal bitte hier so eine Klappe, das wird die mal sehen, können wir gleich mal gucken. Das Ganze ist zentral verriegelt. Das kostet normalerweise auch ein paar tausend Euro extra. Man sieht das hier sehr schön an diesen Fühlern, die dran sind. Zentralverriegelung heißt, ich muss nicht jede Klappe einzeln verschließen. Ja, genau. Das ist ganz praktisch bei so vielen Klappen, wie wir hier haben. Der Wagen verfügt aber auch über ganz viele Sonderausstattungen und Spezialausstattungen, auf die wir gleich noch eingehen. Wir können gleich mal schauen. Man sieht es auch schön mit dem Regen. Wir haben heute leider Gottes regnerisches Wetter. Aber mit der Keramikversiegelung sieht der Wagen trotzdem richtig gut aus. Der hat eine Keramikversiegelung, das heißt, das Reinigen ist sehr einfach. Man sieht hier so einen kleinen Regenstreifen, wenn du mal gerade mit dem Finger drüber fährst, dann sieht man das sehr schön, der ist weg. Weg, ja. Das ist, also der kann im Moment nicht haften. Nee, das ist... Oder hier unten, mach mal hier, da ist sehr schön zu sehen. So dieser hier. Ja. Das ist krass, oder? Ja. So, genau. Der Regenstreifen kann nicht haften. Mhm. So, allein das hat den Vorteil, dass die Reinigung viel schneller geht. Zwillingsbereifung, Traglast ist ein großes Thema. Das bedeutet, die Traglast ist natürlich bei so einem Auto ganz anders. Die Zuladung, überhaupt kein Thema bei dem Auto, oder? Ja, das ist eben gerade das Thema bei Fahrzeugen mit PKW-Garage. Da wird oftmals so knapp kalkuliert, dass man nachher kein Wasser mitnehmen kann. Das ist bei so einem LKW-Chassis ja null Problem. Ich habe hier weiter noch 2 Tonnen Zuladung zu dem, was das Auto drin steht. Anhängerkupplung ist auch mitbestellt worden? Genau, ist auch mit Anhängerkupplung das hier, ja. So, wir machen mal auf und jetzt kommt die Besonderheit. Auch wenn sie kein
Auto haben, macht das Sinn, sowas zu kaufen? Ist die Garage auch dicht oder läuft da Wasser rein? Die ist dicht, die Garage, ja. Das Problem gab es, aber wir wissen auch, wie wir sowas beheben können. Aber das sieht man dann gleich auch, die ist dicht, ja. Du bist auch Morelo-Vertragshändler, muss man dazu sagen. Also wenn man sowas gebraucht kauft, kann man sowas natürlich kaufen bei jemand, der sich gut damit auskennt, der vielleicht auch eine Werkstatt hat. Aber als Morelo-Vertragshändler hast du natürlich Zugriff auf alle Ersatzteile, auf alles, was es irgendwie gibt, auf die Hilfe. Man kann schon sagen, wenn man so ein Auto kauft, jetzt gebraucht, eigentlich kann man nicht so viel falsch machen, ne? Nee, im Prinzip nicht. Du hast eben das Thema undichte Garage angesprochen. Jetzt reden wir nicht, dass da Mengen an Wasser reinkommen, aber es geht einfach von dieser ganzen Konstruktion her, von der Dichtung. Und das war bei diesem Wagen auch mal der Fall gewesen. Und da ist eine neue Garagenklappe reingekommen, die haben wir reingemacht. Und die hat eine andere Form jetzt auch, die wurde dann auch angepasst an die Gesamtkontur. Und jetzt passt das. Das ist so ein gutes Beispiel, wie du gesagt hast, bei einem gebrauchten Wagen. Das sind viele Dinge, die sind schon behoben. So, der ist jetzt praktisch verkauft in Kommission. Das heißt, ich mache den Kaufvertrag direkt. Der wird quasi vermittelt von dir. Es gibt aber die Möglichkeit, eine Anschlussgarantie zu erwerben. Die ist inbegriffen hier, ja. Mhm. Die ist im Preis mit drin, ja. Ein Jahr. Ja, die ist hier im Preis mit dabei. Aber was ist da alles dabei? Das richtet sich nach dem Garantiegeber und das ist sehr umfangreich. Oftmals wird das ausgeschlossen nach den Kilometern. Das geht nachher bis maximal 100.000 Kilometer. Gut, da hat jetzt 15. Da der Wagen eben erst 16.000 Kilometer hat, aber da ganz wenige Ausschlüsse, die es da gibt. Verschleiß natürlich, ne? Das ist natürlich das Hauptkriterium, was ein Ausschluss da wäre. Ja, Fahrzeug wurde kaum benutzt und Fahrzeug, wenn man das neu konfigurieren würde, reden wir schon über, oder? Ja, sind wir über 500.000 Euro, ne? So, 389.000 Euro Mehrwertsteuer ist nicht ausweisbar. Hier sieht man die Smart Garage. Oft wird die auch benutzt ohne Auto, um zum Beispiel Motorräder mitzunehmen. Oder einfach viel mehr kannst du einfach problemlos einladen. Man kann die ganze Garage hier absenken. Ist das korrekt? Du kannst natürlich zum Beladen, meine ich jetzt. Du musst die Luftfeder dafür betätigen und du senkst es ab, bis du fast auf dem Boden bist hinten. Und dann hast du natürlich auch noch die Auffahrrampen. Und viele benutzen das Ganze auch, um Motorräder zu transportieren, das ist richtig. Ja, ja, was ganz Nettes, guck mal hier, also du sagst, das Ding hat keinen Wartungsstau, es funktioniert alles hier, ja, drin, genau. Richtig? Ja, das ist so, ja. So. Der ist dicht, das ist auch ganz wichtig. Ja. Das war also ein Thema, muss man ansprechen, weil wenn sich jemand schlau machen wird bei dem Auto, wird er irgendwann mal in den Foren finden, hinten die Heckklappe beim Liner war mal undicht. Genau. Es gibt eine neue Heckklappe, die wurde komplett neu angepasst und ausgetauscht. Genau, die hat eine andere Form bekommen und deswegen funktioniert das jetzt auch. Ja. So, wenn wir jetzt hier drunter gehen, hat es einen riesen Vorteil. Es regnet gerade, man wird nicht nass. Deswegen stehst du gerne hier, ne? So, hinten, man sieht das sehr schön, da ist ein Büttner drin, das ist Serie. Aber das Ding, das ist mega, das ist ein Kombiladegerät mit eingebauten 230 Volt Wechselrichter. Aber auch die ganze Technik, die hier verbaut ist, das ist schon eine andere Nummer, wie natürlich in den Leichtbau Veko Dailies, oder? Ja, und ich gehe noch gerade drauf auf die Garage noch ein, auch von der Form. Jetzt haben wir, hier sehen wir schon die Bettvariante. Das ist oben ein großes Bett und dadurch hast du viel mehr Platz noch in der Garage drin. Ich mache es mal vor, wenn ein Auto hier drin stehen würde, wenn jetzt nur ein freistehendes Queensbett wäre, und dann wäre die Aussparung nicht so groß. Aber irgendwie muss man doch an das Fahrzeug noch rankommen, wenn man drin ist. Ja, und so komme ich natürlich deutlich besser hier noch vorbei, um an die Tür zu kommen, um nachher dann symbolisch dann eben die Handbremse zu ziehen. Und das ist auch ein riesengroßer Vorteil bei dem Garagenfahrzeug, wenn man diese Bettvariante nimmt, weil ich den kompletten Platz rundherum quadratisch habe dann. So, es regnet schön. Komm, wir zeigen mal nochmal Stauraum. An der Seite hast du Klappen. Die kannst du öffnen, bitte. Das hier haben wir dann auch für den Vorbesitzer auf Wunsch nachgerüstet. Das ist eine Umfeldbeleuchtung. Ist auch ganz praktisch, dass man eben ums Fahrzeug noch eine bessere Sicht hat. So, der hat eine 360-Grad-Kamera, die werden wir gleich innen sehen, das ist mega praktisch. Genau, auch die 360-Grad-Kamera, die haben wir eingebaut für den Vorbesitzer und so konfiguriert, dass er eben vom Bett aus auch rund ums Fahrzeug gucken kann, wenn nachts irgendwas wäre. Jumbo Edelstahlabdeckung, die stehen im Auto ganz gut und Gastank 150 Liter. Genau. Du brauchst dir um das Thema Gas keine Sorgen mehr zu machen, hält im Winter ungefähr 3 bis 4 Wochen durchgehend heizen, also das ist so meine Erfahrung, und länger. Hängt davon ab, wie oft ich dann auch. Und wir haben noch zusätzlich eine Dieselheizung von Webasto, eine 5 kW, die dann eben auch. Die ist noch, auch schon drin. Genau, die hat er auch. Und die über den Wärmetauscher, also bin ich doppelt abgesichert. Sieht man sehr schön, großer Gastank, der ist riesig. Ja, ein 150-Liter-Tank, das ist schon.
schon ein großes Gerät. So, hier vorne siehst du auch die Landstromeinspeisung, die ist hier mit drin. Das ist die Befüllöffnung für den Gastank und dann hast du noch natürlich Stauraum. Der Hauptstauraum ist natürlich hinten, aber du hast überall hast du Stauraum. Das ist, oh, guck mal hier, zwei Ladebooster gleich mit drin. Der hat ja 24 Volt hier. Genau. Und wir haben 640, 680 Amperestunden an... 680? Genau. Also wer sich auskennt, das ist schon die große Variante. Super B zertifizierte professionelle Batterien, die können sogar in dem Fall 300, 600 Ampere Entnahme zeitgleich bei zwei Batterien. Also die kriegst du so schnell nicht überbelastet. Und mit den beiden Ladeboostern, die hier drin sind, das ist natürlich, sind die Batterien auch schnell voll. Ja, da lädt ohne weiteres 60, 70 Ampere über den Ladebooster dann drauf und schon praktisch, ne? Wenn du es hochrechnest, wenn du dann... So, wir gehen jetzt mal rein, denn meine Kamera säuft gleich ab. Dann ist diese tolle Aufbautür, die Serie mit Kotschloss. Wir haben eine ganz tolle Kombination bei den Klappen. Das werden wir gleich sehen, dass wir einen Atego haben. Sieht man jetzt sehr schön an der Anzahl der Stufen. 3 Stück. Ja. Normal sind ja 2. Ja, und wir stehen auf Stützen. Ne? Das ist natürlich dann auch noch etwas höher als sonst. So, schnell rein. Dankeschön, lieber Stefan, dass ich das noch erleben darf, dass ich bei diesem Regenwetter mit meiner teuren FX30 hier von Sony, sehr schön. Ich halte ja gerade 5000 Euro in der Hand, die im Regen standen. Ja, für dich mache ich alles. Ja, und ich für dich wahrscheinlich auch. Ne? Oh, dankeschön. Oh, ich zeig's mal. Also da steht er, Palace Liner 90G. Wichtig ist, wenn man sowas kauft, du stehst ja als Fachhändler dazwischen und das Ganze ist eigentlich gedacht gewesen, dass das Ehepaar noch ganz, ganz viel Freude gehabt hätte. Da kam jetzt doch anders. Ja, genauso war es gewesen, als wir uns kennengelernt hatten. Und dann hat er damals, er war 1,72 gewesen und hat dann gesagt, jetzt will er noch einmal richtig Gas geben. Und es ist umso mehr schade, wenn man die Leute auch kennt, wenn man weiß, dass es nicht so gekommen ist, wie er das geplant hatte. Er hat zumindest probiert. Das finde ich ja auch wichtig. Viele probieren es ja erst gar nicht und sagen auch, es ist jetzt schon zu spät. LKW einen Führerschein machen ist nie zu spät. Also gerade das Thema Gesundheitsprüfung, das schockt ja viele. Sehtest ist gar nicht so schlimm. Also ich muss auch schon alle 5 Jahre immer wieder zu dem Sehtest. Und du bist auch schon über 60, ja? Nee, aber ich bin leider in der Regelung, wo ich alle 5 Jahre schon gehen muss. Ansonsten ist ja ab 50 erst, wo man alle 5 Jahre gehen muss. Aber es ist null Problem. Wieso ist die Regelung bei dir? Das hat begonnen ab dem Jahr 2004 war das gewesen. Okay. Und alle, die danach den Führerschein gemacht haben, die müssen auch schon alle 5 Jahre dann. Ja, geh mal bitte ganz durch, dass wir mal ein bisschen mehr Platz schaffen, dass ich den Raum mal komplett filmen kann. Das ist eine richtige Wohnung. Zum Beispiel ganz toll ist hier mit so einem Fahrzeug nach Spanien zu fahren, den Winter nicht in Deutschland erleben zu müssen, wie das, was wir gerade machen. Und genau das war ja auch der Plan gewesen mit der Anschaffung, ja. Spanien, Portugal, die südlichen Länder, Italien, da schön an einem Platz zu stehen. Und du hast natürlich eine sehr große Stehhöhe. Du bist hier bei 2 Meter? Ja, wir sind hier über 2 Meter und das ist schon das gesamte Raumgefühl, auch ohne das Hubbett. Das ist einfach ein 2-Personen-Wagen mit richtig Platz. 2,50 Meter Breite und trotzdem hat derjenige sich dafür entschieden, der ihn damals bestellt hatte, für einen absenkbaren Tisch. Das heißt, ich kann hier auch ein super Bett machen. Das ist die Variante auf jeden Fall, dass man es mal machen könnte. Das wird auch deutlich seltener gemacht, wie sich viele das vorstellen. Aber die Möglichkeit besteht, dass man hier noch ein großes Bett macht. So, er hat ganz viele Extras verbaut. Er hat die Luftfeder-Schwingsitze. Er hat eine Volluftfeder, ist hier drin? Ja. Eine Volluftfederung drin, also auf dem Fahrgestell die Schwingsitze mit drin. Dann hat er Multifunktionslenkrad. Er hat ein großes Alpine mit eingebaut, mit einer speziellen Navigation für LKWs. Die ist auch drin? Genau. Hier aber an der Stelle immer mein Tipp. Ich würde mich nicht auf eine Navigation verlassen, je nachdem, wohin ich fahre. Wir selber haben im Neapel auch schon mal unseren Spaß gehabt und da ist man froh, wenn man vielleicht noch eine zweite Navigation dabei hat, wenn es wirklich von der Höhe her eng wird. Ja, original 360-Grad-Kamera von Morello. Man sieht das Fahrzeug von oben. Zusätzlich habe ich noch die Rückfahrkamera mit drin, die Doppelshutter. Die geht auf das Display hier von dem Radio, nehme ich an. Ja, sehe ich gerade, ist die Kamera mit drin. Dann siehst du sehr schön, der hat eine Motorbremse mit drin. Das haben alle großen LKWs, also ich brauche hier keinen Retarder. Was hat der denn für einen Hubraum, der hier? Das ist ein 7,7 Liter Motor. Und wir haben doch hier und da auch Kunden, die wünschen immer noch einen Retarder. Könnte man von Kloff zum Beispiel einbauen, aber
Ich bin der Meinung, das reicht völlig aus. Also der 7 Liter, der verzögert doch gut, ja, also, oder? Wenn du den Tempomat benutzt und die Motorbremse dann automatisch mitgeht, dann ist er schon eine feine Sache. Ne? Also das heißt, der hat jetzt einen Halteassistent, der ist drin? Der Spurhalteassistent, genau. Okay, sehr schön. Also ich nehme das zurück mit dem Tempomat. Wie kam ich? Ach, das hat der ganz große, der hat es drin. Ja, richtig. Der Actros. Actros dann, ja, genau. So, wir gucken mal gerade. Gut, da trennen sich beim Actros natürlich auch noch. Da muss man ganz ehrlich sagen, ja, nichts gegen den Actros. Der ist natürlich von der Motorleistung noch souveräner, noch, ich sag mal, ja, noch cooler. Aber ich meine, wir reden hier von einem 12-Tonner. 12 Tonner sind wir hier mit 7,7 Liter. Actros hätte 12 Liter. Ist natürlich schon ein tolles Fahrzeug, aber ich glaube, es wäre überdimensioniert für 12 Tonnen. Ja, der Spritverbrauch ist ähnlich, glaube ich. Artego, Actros, die geben sich nicht viel, die oder? Die geben sich nicht viel, nee. Was braucht der ungefähr? Sind wir bei 20? Ja, so 18 Liter, ja. 18 Liter. Mhm. Sehr schön. Also wie ein Iveco Daily eigentlich. Genau. Also der liegt ja auch so ähnlich. Dann hast du schönes braunes Leder. Echt Leder? Echt Leder, ja. Passt hervorragend hier zu der Holzausstattung. So, dann ein paar Sachen, die mir eben schon aufgefallen sind. Die Küche ist die Standardküche, aber ich liebe diese Küche. Die hat nämlich einen riesen Vorteil. Auf der linken Seite, da kann man nämlich noch eine Spülmaschine einbauen. Genau, wir könnten jetzt hier mit den zwei Stauklappen noch eine Spülmaschine einbauen. Es gibt wenige Sachen, die der Wagen nicht hat. Das wäre zum Beispiel die Spülmaschine. Es wäre die Klimaanlage, die hatte der Wagen mal gehabt und auf Wunsch des Vorbesitzers, weil der immer in der Garage stand, der Wagen, haben wir die Klimaanlage ausgebaut. Max-Fan. Und haben dann Max-Fan eingebaut. Das ist auch meine. Aber es wäre nach wie vor möglich, die Klimaanlage, die existiert bei uns, wenn das der Nächste möchte, wir können auch die Klimaanlage da einsetzen. Die ist im Preis mit drin, die muss nur eingebaut werden. Wenn das jemand möchte, ja. Ne? So, das heißt, ihr würdet die auch einbauen? Genau, wenn das jemand wieder möchte. Ich würde es machen, ich würde die genau hier hinbauen, dahin würde ich es bauen. Genau, hier war das Thema eben die Garage. Und der Wagen hat genau in die Garage reingepasst, deswegen ist auf oben die Side-Track-Anlage drauf von der Sattanlage, die ist nochmal ein Stückchen geringer. Jetzt habe ich es, die Klimaanlage war zu hoch, deswegen genau. Hat das Auto nicht in die Garage gepasst. Genau. Genau. Und deswegen hat er sie runtergenommen. Ja, und es hat genau so gepasst mit der Vorluftfeder, dass du vorne runter gesenkt hast, in der Mitte der Garage nochmal nach unten und dann bist du genau in die Garage reingekommen. Weil okay, das verstehe. Ist schon toll, wenn so ein Fahrzeug in der Garage stehen kann. Wir hatten die Möglichkeit dafür, ganz wenige, ne? Also wir haben es eben schon erwähnt, da ist nochmal die Zusatzheizung von Webasto, die hängt auch an der Alde dran. Das heißt, ich kann mit Diesel heizen und mit dem 150 Liter Gastank, dann habe ich wahrscheinlich noch die Flaschen mit dabei. Er hat einen Tire-Monitor nachgerüstet, professionell, kostet auch ein paar 100 Euro. Ja. Also, das heißt, ich sehe den Luftdruck dann komplett. Ich habe, ich guck mal gerade, Fenster elektrisch, ja. Ist also auch nochmal ein Extra. Es ist so ziemlich alles. Sogar eine Waschmaschine haben wir hier drin. Eine Waschmaschine? Ja. Okay, cool. So, und dann, ja, das schöne ist Entfall-Hubbett. Also ich stehe jetzt gerade in einem Bereich, der normalerweise, wo ich nicht mehr stehen könnte, weil das Hubbett über mir ist. Das ist eigentlich die bessere Wahl für zwei Personen, ganz klar, oder? Das passt ja auch zu dem Grundriss. Der Wagen hat eine Smart-Garage und wenn jetzt hier ein Hubbett drin wäre, das man ständig benutzen würde und dann müsste ich im Smart auch eine Lösung finden, dass ich jemanden ein drittes oder viertes mitnehme. Also ein typischer Wagen, der für zwei Personen konzipiert ist, auch von der Länge mit 9,50 Meter, noch relativ handlich. Ich komme in Spanien auf die meisten Campingplätze zum Überwintern. Das ist ein perfekter Wagen für zwei Personen. 9,50 Meter, das Ganze gibt es ja auch mit, ich kenne das nur bei Concorde, mit der Gio-Garage, die ist dann nochmal länger, aber für zwei Personen ist der Smart eigentlich perfekt, ja. Weil du kommst überall hin, also wenn er mal ausgeladen ist. Und das Coole ist natürlich mit so einem Auto, da spielt es auch keine Rolle, ob du direkt am Strand bist, weil du kannst auch einen Campingplatz holen, der ein bisschen weiter weg ist, im Inland, fährst die 10 Minuten zum Strand, kriegst mit deinem Smart überall einen Parkplatz, kannst spazieren gehen, du bist komplett autark. Und die Besonderheit bei diesem Smart war, dieser Smart, der hatte oder hat eine Anhängerkupplung und der musste so reinpassen jetzt hier mit Anhängerkupplung, deswegen auch die Anhängerkupplung hinten drauf, damit du auch noch einen Fahrradträger transportieren kannst und dann kannst du auf dem Smart wiederum den Fahrradträger auch drauf machen mit der Anhängerkupplung und dann kannst du wirklich komplett in dem halben Jahr. Ist er noch da, der Smart? Können wir den erwerben? Das könnte ich absprechen. Da kann man fragen. Das könnte ich absprechen. Okay, also dass der im Paket mit drin wäre, mit der Anhängerkupplung, mit allem, wie das gedacht war. Eine Sattanlage ist mit drin. Ist hinten auch ein Fernseher eigentlich? Ja. Also hinten ist auch ein Fernseher. Man sieht sie, sie ist in Benutzung. Der gute SWR, der zeigt uns hier oben der Gläserhalter. Mach mal bitte auf, dann sehen wir die Technik. Da ist Technik vom Feinsten drin. Also allein das Batteriepaket, da reden wir über 10.000 Euro. Ja. Die beiden Super-B-Batterien.
Und da ist eine alte Heizung ist mit drin, eine Warmwasserheizung. Das ganze Fahrzeug wird komplett von euch nochmal links gemacht vor der Übergabe. Der Kunde kriegt eine Übergabe von euch mit dazu. Das heißt, kriegt alles erklärt, so als gäbe es keinen Morgen mehr, als wäre es die Werksauslieferung vom neuen Auto bei dir, oder? Ja, genau. Und so. Wenn die 4 Stunden dauert, dauert es 4 Stunden, bis wir alle Fragen beantwortet haben. Ja. Und wenn sie 6 Stunden dauert? Dann eben auch. Ne? Okay. Super. Also das, ihr kauft hier bei einem autorisierten Morelo-Vertragspartner für Neuwagen und Service. Das heißt, also wenn irgendwas dran ist, man kann zu euch gehen. Es kann immer mal irgendwas passieren, Kleinigkeiten. Wenn man ein bisschen handwerklich begabt ist, die allermeisten Sachen kriegt man sogar selber behoben. Also was schon mal passiert ist, dass man sich zum Beispiel bei der Jalousie was einklemmt versehentlich. Ja? Und da gibt es eine Schutzschaltung, da macht man es an und aus. Diese ganzen Tricks, das kriegt man alles erzählt, oder? Ja, das ist ein bisschen Learning by Doing eben, ja. Aber da, das ist, weil viele haben Angst, die sagen, ah, wenn da irgendwas dran ist, dann habe ich ja hier noch dies und das und jenes und so weiter. Also eigentlich dürfte man nur einen Gebrauchten kaufen, weil der Vorteil ist, alle Kinderkrankheiten, die er jemals hatte, die hat er nicht mehr. Du musst dich um nichts mehr kümmern. Eigentlich ist es sorgloser wie ein neuer. Ja, aber das ist auch, glaube ich, das darf man nicht irgendwie kritisieren, das ist bei allen Neufahrzeugen so, das ist Handarbeit und das ist eine wahnsinnige Technik, die hier verbaut ist, dann ist eine Verwindung und dann muss am Anfang mal was justiert werden, aber bei dem Wagen würde ich sagen, ist ein Sorglospaket. Ist alles schon gemacht, was gemacht werden musste. Ja, wir zeigen mal die Kombination Backofen, hier ist was ganz Besonderes eingebaut. Ja. Die Erklärung dafür, die gibt es und das ist mir erst im Nachhinein auch aufgefallen, da war ein Backofen von Dometic drin. Mhm. Dieser Backofen, der geht von oben rauf und wenn man da nicht gerade 2 Meter groß ist und dann ist es sehr, sehr schwierig, wenn der Backofen so rum aufgeht, dass man da überhaupt den bedienen kann und da war der Kundenwunsch, dass wir eben den Backofen hier einbauen und haben wir den Backofen umgerüstet. Ja. Der ist mega, der Tedford, kommt aus dem Schiffsbau. Also ist dort im Einsatz in Yachten und überall das Ganze natürlich auch von der Technik von Dometic. Dometic 10 ist hier schon verbaut. Also das Fahrzeug ist, ich habe nichts gesehen. Der hat eine Super B drin, aktuelle Technik, die 340er sogar drin. Die gab es damals noch gar nicht, 21, die hat er nachgerüstet. Das ist alles auf dem neuesten Stand, ja. Krass, also eine 340, also von der Energietechnik her ist auf dem neuesten Stand. Solar haben wir 480 Watt auf dem Dach auch noch. Also ist alles auf dem neuesten Stand. So, und das heißt, ich kann auch sehr lange freistehen. Wenn die Sonne ordentlich scheint, ich mich ein bisschen zusammenreiße, brauche ich die Steckdose gar nicht. Also das ist der mit 500 Watt Solar auf dem Dach. Klar, wenn ich die Klimaanlage jetzt anreißen würde, der hat schon direkt von MaxView, das ist ein Router. Ein Router, genau. Das ist ein LTE-Router. Macht auch Sinn. Ja, die sagen übrigens Router, die Amerikaner. Ich sage aber immer Router, weil das sonst keiner versteht. Das ist die Waschmaschine Toploader von AEG. Genau. Das Ding ist mega. Ich hatte schon selbst im Einsatz, der ist original von Morelo eingebaut worden. Das ist also kein nachgerüsteter, der wurde ab Werk bestellt. Ist richtig, ja. Also ich habe jetzt bei einem anderen jetzt auch die Vorrüstung schon bestellt, genau für diesen. Und der Vorteil ist natürlich, dass du gerade die Unterwäsche, du kannst also hier alles mitwaschen. Und kannst es auch im Innenraum machen, weil viele dann sagen, oh, hast einen Schrank weg, aber Schränke hat er genug. Ja, du hast hier zusätzliche Kleiderschränke noch links und rechts und das ist für 2 Personen optimal. So, hier ist noch ein Baldachin beledert mit nochmal einem Lüfter drin. Das heißt, du kannst super querlüften. Das kleine Heki finde ich im Bad, im Schlafbereich viel besser, weil natürlich ein großes Heki die Lautstärke nochmal erhöht. Ja. Also das ist so, wenn es regnet und so weiter. Also ich habe jetzt sogar eins bestellt ohne Heki, nur mit einem kleinen Lüfter. Ja. Würde ich jetzt nicht empfehlen, weil wenn du mal aufs Dach musst und dann ist natürlich das Midi-Heki in der Form hier noch so, dass du ohne weiteres aufs Dach gehen kannst. Und da ist man manchmal froh drum. Absolut, ja, ich gehe am vorne rein. Das heißt, ich bin ja. So, hier drunter ist noch ein Schuhfach. Das kann man schön zeigen. Da kriegst du wunderbar irgendwelche Schuhe rein, Hausschuhe, was weiß ich alles oder Unterwäsche. Dann hat er die Liegewiese, auch die kostet extra. Genau, hatten wir eben von der Garagenseite schon gesehen. Wir haben viel mehr Platz dadurch in der Garage. Wir haben hinten einen Fernseher und wir haben hinten noch einen Zusatzmonitor von der 360-Grad-Kamera, sodass ich eben auch... Warte, ich zeig mal, wo denn? Ach so, ich kann also jetzt von hinten gucken, ob irgendjemand ums Auto rumschleicht. In der Ecke, warte mal. Ich guck mal, also falls jemand da ein Problem hat, da ist das Ding drin und da kann ich von außen sehen, was ums Auto rumläuft. Genau, weil das ist so eingebaut, dass auch eine Speicherkarte vorhanden ist. Und je nach der Größe der Speicherkarte könnte ich
diese 360-Grad-Kamera auch als Dashcam benutzen und eben gucken, was rundherum passiert. Schön, also der Router ist ja mit drin. Große Dusche. Direkt aufgefallen ist mir natürlich, dass er eine Popodusche hat, genau. Denn das finde ich eigentlich ganz klasse. Ist immer schwierig nachzurüsten, geht's, aber sowas macht man eigentlich nicht in der Nachrüstung. Wenn sie da ist, wunderbar. Ich meine, wir haben sie nachgerüstet, ja. Also auch das ist möglich. Sieht aber aus wie ab Werk. Und der Wunsch ist dann meistens eben auch mit Warmwasserfunktion dann und das geht, ja. Das Coole ist, du kannst damit auch abspülen. Also das ist auch das, was sauber ich gerne gemacht habe. Ja. Sauber machen. Also das kann man mit heißem Wasser dann machen. Oben drüber, das Fach habe ich immer verwendet für Klopapier. Da war immer das Wichtigste drin, was du hattest. Dann hat er den Röhrenheizkörper mit drin. Besonders toll, wenn du natürlich die Waschmaschine hast. Da kannst du nämlich auch im Winter alle Sachen schön trocknen mit. Kannst die Socken drüber machen. Ich weiß, alle schreien jetzt, aber cool ist, dass du diese Wäschespinne benutzen kannst. Die habt ihr auch im Katalog drin. Die kannst du hier oben einhängen und da kann man in der Dusche alles trocknen. Ja, das nasse Jacken oder sowas hänge ich auch immer in die Dusche dann. Mach mal zu, denn wenn ich schlafen möchte oder ich will duschen, der andere soll nicht gestört werden, hast einen großen Spiegel. Guck mal hier sind wir beide. So, heute ist der, guck mal. Heute ist der 8. Februar, heute ist fetter Donnerstag. Genau, das werden viele nicht kennen, das ist Weiberdonnerstag, Weiberfastnacht, fetter Donnerstag im Saarland, 8. Februar 2024. Gladbach hat leider verloren gegen den 1. FC Saarbrücken. Gestern großes Spiel. Beim Wasserschieben. Achso, ja, beim Wasserschieben. Du warst im Stadion? Nee, aber Mitarbeiter hier waren im Stadion. Aber jetzt müssen sie nochmal gehen. Die waren etwas enttäuscht, oder? Ein bisschen. Ich denke, ja. Also es hat wirklich sehr geregnet und der Platz stand unter Wasser. Leute, die das in 10 Jahren gucken werden, werden sagen, mein Gott, cool ist hier, das kannst du rausziehen. Da kann man sich auch die Haare mit waschen. Sag mal. Dann bitte. So, also hast du eine kleine Dusche mit drin. War hinten eigentlich auch eine Außendusche? Habe ich die verpasst? Oder an der Seite? Egal. Ich meine ja. Wir können mal gucken. Also, Fahrzeug steht im Netz. Wichtigste ist, er riecht nicht. Das ist wie ein Neufahrzeug. Also, egal was du hier anfasst oder egal in welche Schublade du schaust, das ist nichts verwohnt, überhaupt nichts. Das ist alles. Mach mal auf, hier so eine große, das will ich mal sehen. Da, also das siehst du auch, hier waren wahrscheinlich auch Einlagen drin, ansonsten hättest du nämlich Kratzspuren hier drin. Hier ist ja noch von den Einlagen hier das Relief, ne? Da ist noch so ein kleines Relief von den Einlagen. Das ist alles picobello, wirklich. So, also alles auch das Feld hier hat auch keine Edelstahloberfläche, sondern eine Glasoberfläche, deswegen kann ja auch nicht verkratzen. Das ist gut. Die Kaffeemaschine ist die große De'Longhi dabei, finde ich auch immer klasse, weil du nicht dauernd die Kapseln wechseln musst und Gasdruckfedern. Also, schönes Fahrzeug vom Morello Vertragspartner im Auftrag zu verkaufen. Das Ganze für 389.900 Euro mit einem Jahr Anschlussgarantie. Genau, ja. Und das ist jemand, der sich darauf spezialisiert hat. Die K-Garantie, ich glaube, das kann man ruhig sagen, ist ja Marktführer in dem Bereich. Es gibt, wir arbeiten mit K-Garantie und mobile Garantie. Auch da wäre jetzt auch die Möglichkeit dann zu wechseln, wenn man sagt, ich mache lieber mit der. Aber das sind alles namhafte Vertragspartner und sehr schön. Das heißt, ist die Heizung kaputt, wäre das mit drin? Also die wird jetzt genau, komplett kaputt gehen? Genau, das wäre dann mit dabei, ja. Okay. Ist der Motor kaputt, Antrieb, das ist alles, eigentlich alles, was wichtig ist. Gastank, wäre der mit drin, weißt du es? Ja. Okay. Also das heißt, also das Coole ist, man kann auch direkt zu dir kommen, wenn ich jetzt ein bisschen weiter weg bin. Ich kann das natürlich bei jedem Morello-Partner machen, aber du stehst ja hier auch für das Fahrzeug Rede und Antwort, wenn irgendwas ist. Wie lange gibt es euch denn jetzt? Ihr seid, glaube ich, seit der Pandemie neu gegründet, oder? Ja. Es kommt drauf an, ob es 1962 eine Pandemie gab, ne? Aber tatsächlich über 60 Jahre. Ja. Über 60 Jahre, jetzt Wohnwagen Vogt und das Ganze, ja, sehr interessant. Hier ist brisant mit dem Zoll. Und wenn auch Sie demnächst hier mal Fernsehen schauen möchten, dann tun Sie es doch in Ihrem neuen Morello Palace Liner. Tschüss. Tschüss.